und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Ich habe es schon ewig lang nicht mehr angefasst, so das Spiel. Aber jetzt hat es mich doch mal wieder gepackt. Der gute Whitebeard, der auch hier mit dem Chat ist. Ahoi, meine Seemann. Ja, er macht gemeinsam mit uns hier dieses kleine Let's Play. Ich guck mal, ob ich dich gleich einladen kann. Dein Spieler heißt auch Whitebeard, oder? Ja, genau. Dann lade ich dich hier gerade mal in die Gruppe ein. Jawohl, es klappt. Und siehst du ja schon Whitebeard, ne? Ja, okay, klasse. Du bist Affenmensch, oder? Hier die Gehorche. Okay, ich muss hier echt mal gucken. Ich hab's schon ewig lang nicht mehr. Error, Info, Seilrunner, Info. Okay. Also, Issue Command. Und unser Schiff rebootet. Ich kann mich ja auch zu dir teleportieren, glaube ich. So. Oh, da ist er ja. Mein Gott, der Seekutter kann auch nicht mehr Schiff fahren, ne? So, ich muss mal gucken, die haben sogar diese Anfangsquests ein bisschen überarbeitet. Jo, haben sie alle bearbeitet. Ah, oh, das ist cool geworden inzwischen. Wir haben Mods sogar drauf gehabt, du kannst, kannst sogar... Ich höre Grillen. Wo sind die? Ich probiere gerade vorne hier die Tür zum Öffnen. Die geht noch nicht. Ja, ja. Du musst erst dein Schiff reparieren. Okay, jetzt habe ich gedacht, ich könnte gleich in den Z-Sektor fliegen wie früher. Nee. Musst hier noch deine Sachen rausholen. Und was ist hier, eine Katze sogar? Jo, das ist dein Haustier. Du kannst später viele Haustiere haben. Also auf unserem... Hörst du den Ton auch immer, wenn ja, ich eine Quest mache? Okay, oh, und wir bekommen auch gleich ein Schwert. Da wir in einer Gruppe sind, müssen wir die Quests nicht einzeln abschließen. Also wir können sie zu zweit abschließen. Also wenn du eine Quest abgeschlossen hast, dann habe ich auch die abgeschlossen. Ach, klasse. Hast du aus deinem... Ja, da hast du alles genommen. Ich habe mir alles genommen und jetzt... Von deinem Bordcomputer hast du auch den Meta rausgeholt. Dum. Ja, der ist schon draußen. Den müsstest du auf, den bekommst du auf R. Den hast du dann. Muss man die nicht mehr reinlegen, so wie früher, so auf L und auf R? Nee, das sind jetzt spezielle unten, die werden freigeschaltet nach Level. Also nach Sektor-Level. Okay, ach, jetzt hätte ich schon fast meinen Schiff kaputt gemacht. Ja, wo sind wir hier auf einem Planet? Das sieht aus wie die Erde, ne? Ja, sieht schon ein bisschen interessant aus. Die erste Quest ist, glaube ich, du musst Kopper sammeln und noch andere Sachen. Mart, lesen wir uns mal durch. Repair the ship's thrusters and patch up the hull. Lalalalala, manipulate fell trees and wood. Wir sollen ein Crafting Table machen erstmal. Mhm. Dann würde ich sagen, schauen wir mal runter, was wir für einen Planeten erwischt haben, oder? Komm, Schmidt. Ahoi. So. Oh, cool, sogar jetzt Videos. So. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, hier ein bisschen Holz zum Sammeln. Ich gehe mal auf Erkundungstour. Moment kurz. Okay, aha, ich fange hier an zum Sammeln. Aha, ich habe eine Kiste. Oh, da ist sogar eine Silberspitzhacke drin. Ich habe auch eine. Also noch keine Spitzhacke, aber juhu. Ich habe genügend Toilettenpapier bekommen. So, hier gibt's einmal Wood. Oh, danke. Ja, bitte. Du hast natürlich mal wieder den Doppeldudel. Ja, ja. Ich muss ja alles händisch irgendwie alles schön abbauen. Ja, das ist doch so klar. Wie schön das läuft. Ja, weißt du, der Antimaterie-Gedöns, der braucht halt ewig. So, ich guck mal, ob ich schon ein... Was brauche ich denn für mein Crafting-Table? Crafting-Table brauchst du... Woodplanks.
35. Okay, dann machen wir uns mal ein paar. So. Und kann man noch reinschreiben wie früher? Jawohl. Ja, man kann immer noch. Oh, so. Die Musik ist aber zu laut. Moment, ich muss die Musik ganz kurz leiser machen. Ist auch Optionen und du hast es ja eigentlich. Nö, ich mach's direkt hier im Windows. Jetzt in der ersten Folge kann ich es ja noch so einstellen, dann ist zwar aus Rumschlägern ein bisschen leiser. So, ich habe ein Crafting Table. Okay, wir sollen Kleidung und so weiter machen. Gut, ich baue auf jeden Fall erstmal mein Crafting Table. Ich habe mein Crafting Table. Du auch? Ja, ich habe ihn. Ja. Fertig. Dann sind wir ja ganz intelligent, wenn wir hier beide aufbauen. So. Ich muss ja die auch nachmachen, ne? Das sind die einzelnen Quests. Die Flugquests sind oben, die müssen wir nicht zusammen machen, weil wir hin und her fahren können, wie wir wollen. Okay, und wie komme ich jetzt auf mein Antimaterie-Gedöns wieder? Auf R. Indem ich... R klicken. R. Und der liegt bei mir aber irgendwie auf LR. Ja, das ist nur zur Kontrollsteuerung, wenn du einen Controller verwendest. Ach, okay. Weil das Spiel kann man auch mit Controller spielen, ist aber schwieriger als... Ja, kann ich mir schon vorstellen, das ist ja ein bisschen... Bumm. Drum, 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 drum. So, was brauche ich? Ich hol mir mal ein bisschen Stein, dann crafte ich mir mal eine Spitzhacke. Eine Steinspitzhacke. So, ich tue hier gleich ein bisschen Kohle. Ja, Kohle habe ich schon. Warte. Kann ich dir gleich sagen. Kohle habe ich 142 Stück schon gesammelt. So, dann hole ich mir auch ein bisschen Stein. Das Crafting Table ist ein bisschen weit weg, aber es läuft. Auch wenn wir nachher hochgehen und so, da ist es dann schon praktisch. So. Hier auch noch ein bisschen Cobblestone. Oh, da ist schon ein Gegner. Ich weiß noch nicht, ob sie uns gut gesonnen sind, aber der sieht schon ein bisschen böse aus. Ich lege mir lieber mal ein Schwert an. Nee, macht nichts. Also, man weiß es immer nie. Man kommt auf diese Planeten drauf und dann... Was ich dir neu sagen kann, ist es ein Netz. Du musst bei gewissen Quests musst du tatsächlich... Wie soll ich sagen? Brauchst du, Käfer. Bei gewissen Missionen brauchst du Käfer. Okay. So. Campfire? Nein, ich will Werkzeug haben. So, Werkzeug. Was ist im C drin? Campfire Wooden Crafting Table. Eine Torch könnte ich schon machen, aber die will ich eigentlich gar nicht. Ich suche eigentlich mir meine Spitzhacke. Oh, es ist schon so lange her. Oder brauche ich dafür erst den Stone Furnace? Nee. Ein Bugnet. Geil. Wooden Gate. Wooden Cooking Table. Nein, Hat man die aktuellen Quests? Weißt du das noch? Drüben, das Ausrufezeichen. Ne, eben das Ausrufezeichen. Also J. Oh. Iron Anvil, Iron Door, aber ich finde nirgendwo hier meine... Ja, das Campfire müssen wir noch machen. Für nachher... Wir müssen ja Dings sammeln. Wie heißt es? Futter. Das Futter müssen wir sammeln. Ich habe mal ein Campfire gemacht. Dann hast du schon eins? Ja, ich habe schon eins hier. Aber ich glaube, ich muss auch noch eins machen, oder? Ja, kannst auch eins machen. Ist hauptsächlich nur, wie du siehst, habe ich hier noch einen Baum, ne? Den setze ich hier. Ja, ich weiß es noch. Ich liebe es ja. So, was brauche ich noch hier? Repair, okay. Raw Steak. Hunting Bow, Hunting Spear. Okay, ich soll ein Steak machen. Du
kommen die Gegner nicht drüber und wir sind hier sicher. Okay, ich hol mir da drüben gerade mal ein Steak. Na, ich glaube, ich brauche doch eher den Hunting Bow. Hat's gelangt? Habe ich ein rohes Steak bekommen? So. Da war gerade eben schon einer. Einmal Kohle. Ach, die Musik fand ich echt immer mega cool. So, muss ein bisschen Alien-Ding holen, ne? Oh, hier ist eine Truhe. Was ist drin? Oh, sogar eine Axt ist drin. Hast du ein... Oh, hier eine ist Weizen. Unterwäsche. Ich nehme das Weizen hier auch gleich mit. 300 Pixel. Ja, 300 Pixel. Haben oder nicht haben. Ja, Truhe hier. Nehme ich mit. Ah, Truhen kann man immer gebrauchen. So, hier ist auch noch mal ein bisschen Truhe mit Pixel. Nee, warte kurz, ich zeig dir gleich die Waffe, was ich gefunden habe. Na? Oh. Ganz? Guck mal, was ich für eine Waffe habe. Oh Gott. Hier ist wieder eine von den guten Alten, die mich immer geärgert haben. Entweder ich wurde vergiftet oder... Und, was ist es? Nix. Nichts. Natürlich nicht. Guck mal, ich habe eine Waffe. Na, oh, hast du ein... Du hast so ein Dusel. Oh, da ist ein Gegner. Oh, wow. Aber wir brauchen einen Hunting Bow. Ja, später dann. Oh, guck mal. Hier sind... Tomaten. Tomaten. Mit E kannst du die ernten. Oh, ich tue sie gleich. So, soll ich uns gleich ein paar Torches machen vielleicht? Die kann man immer brauchen. So hab ich Torches habe ich. So, achte. Ich habe mir auch gerade welche reingelegt. Torch so. Auf die 4. Habe ich auch gerade auf die 4 gelegt. Oh, sogar mal Weizen. Ja. Weizen. Ich habe 2 Weizen bekommen. Warte, ich gebe dir das. Hui. Hui, so. Dankeschön. Da liegt noch mehr hier. Reis lag rum. Was ich oben. Ja, der greift aber nicht an. Der hat mich vorher schon nicht angegriffen. Ah, okay. Weizen. Da sind nochmal Tomaten. Mit E pflücken und dann mit dem Ding abbauen. Oh, jetzt kommt er doch. Will er doch angreifen? Nee. Aber was mich ein bisschen stört, dieser Antimaterie-Gedöns. Ist sau schwach. Erstens das und zweitens, man kommt mit diesem LR kommt man extrem schlecht hin. Bei Killing a Monster wisse, ja, ich soll entweder einen Hunting Spear oder einen Hunting Bogen. Damit wir Fleisch bekommen. Ja, oder Bogen. Okay, dann benutzen wir doch einfach mal hier. Hast du das Crafting Table noch da? Hunting Bow? Nee, der ist ganz hinten. Ach, ja, weil ich so voll bin, oder? Was fällt mir für Item? Ach, mehr Wood Planks. Dann machen wir hier uns noch ein paar Wood Planks. Noch einen Crafting Table. Aus dem Inventory. Also da, wo wir jetzt, da wo ich rundherum gebaut habe, da haben wir gespawnt. Ne? Also im Falle eines Falles, wir sterben, ist es vom Vorteil, wenn wir da schon Hunting Bow und Hunting... What? Ah, ich habe einen Hunting Spear gefunden. Okay. Dann... Ich habe sogar einen. Warte kurz. So, ja. Ui. Oh. Wir haben noch 5 Stück da davon. Ah, das sind... Wir müssen natürlich mehrere machen davon. Weil, wie soll ich sagen? Dass wir müssen ja damit jagen können. Ja, dann mache ich lieber mir noch einen Hunting Bow. Weil ich kenne mich, dann stehe ich wieder dran. Verschwinde.
So, jetzt. Ah. Hast du schon Rare Fleisch what? bekommen? Ich Rare Meat? habe ge eine Steel Drum bekommen. Okay. Das habe ich bekommen. Guck. Was ist das? Okay. Ja. Dann machen wir hier, nehme ich den Crafting Table wieder mit. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Und ich nehme meinen Pfeil und Bogen. Und natürlich den Und Reis, den wir hier haben. guck, da ist er wieder. Wer? Der Vogel? Ja. Ah, guck mal. Guck, hier. Ah, cool. So, dann brauche ich jetzt nur noch auch noch irgendein Tier, das ich umniete. Hast du es eingesammelt von Nee, du mir? hast es gleich wieder genommen. Ja, weil ich habe hier zwei. Komm mal schnell zu mir. Ah, okay. Ich habe gleich zwei bekommen hier. Dankeschön. Mal müssen wir das Lava feuern. Oh. So, dann gehen wir zum Lagerfeuer Wie zurück. kannst du einen Hunting Bow schon machen? Ich konnte Direkt nur. in C. Moment. Muss ich mal gucken. Hunting Bow. Hunting Bow. Dafür brauche ich. Ja, du hast ja schon die Plains Fibers, ne? Die habe ich noch nicht. So, da unten ist auch noch mal ein Freund. Oho. Und da gibt es auch noch mal ein bisschen Fleisch. Ja, dafür, das muss man eher haben als das andere. Yep. Ach, Genau, dann so. nimm du das hier noch. Und da unten gibt es noch Rusty. Ja, natürlich Kohle. Kohle. Ey, dein Speer hätte mich gerade eben fast getroffen. Kann sowieso keinen Schaden machen an dir. Ich hole mir jetzt diese Papers, wenn du schon einen Hunting Bow hattest. Ich brauche bisschen hier an Planks. Ja, wie soll ich es haben, besser gesagt. Oh, gleich eine Höhle gefunden. Wuhu, läuft bei mir. Oh. Ah. So, So. aber ich bräuchte dann auch mal echt was zum Essen. Nicht, dass ich noch sterbe. Hungerleiste ist relativ lang. Da kann sie, glaube ich, 7 Minuten Nein, ohne nein, nein, Essen aber mein sein. Leben ist durch die Angriffe jetzt schon ein bisschen nach Ach unten so, du gegangen. brauchst Toilettenpapier. Ja, deswegen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier was. Zack. Make advanced items. I need craft a stone furnace using crafting table with stone able to smelt raw ore. Okay, also ich soll einen Steinofen machen. Stone furnace. Was brauchen wir denn da? Ein Cobblestone. Campfire und Cobblestone. Doch schon wieder. Er schießt auf mich die ganze Zeit. So, man muss aufs Campfeuer klicken und dann E. Na, das weißt du. Habe ich schon lange gemacht. Ich bin schon Gut. mit dem mit der Quest durch. Okay. So. Yay, abgeschlossen. So, ich hole mir auch hier noch ein bisschen Fiber. Das kann man immer brauchen. So. So, dann. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich schnell dieses diesen Dings aktivieren. Welchen? Hier unser Abbaugerät. R mit R. Ganz einfach. Ach, direkt mit der R-Taste. Ja, sagte ich doch, mit Ah, der ich dachte rechte R-Taste. Maustaste. Nee, nee, Okay, nee, okay. R-Taste. Kapiert. Ja. Der R-Taste hast du ihn sofort zur Hand. Okay. Nochmal. Hey, hier ist Mais. Ja, also wir können nachher richtig schönes Lager bei uns aufmachen über verschiedene Getreidesorten, die wir brauchen können. Das Schiff kannst du ja allgemein vergrößern, ne? Das weißt du ja auch noch nicht.
Ja, das habe ich gehört in den Patch Notes. Mhm. Aber ich habe selber das noch Schiff nicht kannst du so vergrößern, dass du, glaube ich, 8 oder 9 Räume kannst machen. Oh, huch! Klasse. Nein. Wieso schreist du schon wieder wie kleines Mädchen? Bin tot. Oh, es kommt ein Meteoritenangriff, oder? Sieht es gerade so aus? Ja, was wohl? Was wohl sonst, ne? Dann bleibe ich lieber mal in dieser kleinen Höhle. Ja, die sieht gut aus. Es kann nicht alles schön sein so, hier in der Rebelle. Die Upgradung vom MME, also vom, vom Mat-Manipulator, ne? Brauchen wir 10 Copper Bars, ne? Wieso sollte ich da was? Was soll ich upgraden? Den, wie heißt es, den, den Manipulator. Okay, aber ich möchte eigentlich lieber eine Spitzhacke jetzt endlich haben. Ja, später brauchst du ihn trotzdem, weil du bei gewissen Landschaften darfst du keine Spitzhacke ausrüsten, sonst kommen die Einwohner und töten dich. Ah, okay. Ja. Wäre ein bisschen vom Nachteil. Ich hab zu wenig. Ja, das sind die Sterne, wo runterfallen. Das sieht ganz genial aus. Mhm. Aber ich finde Acid Rain finde ich noch ekliger. Also, du denkst an nichts Schlimmes und plötzlich kommt dieser saure Regen irgendwie. Ja, ja. Das ist auch so bitter. So, die Luft haben sie ein bisschen anders gemacht, dass man nicht mehr fast 3 Minuten unter Wasser kann sein mit der kompletten Luft. Haben sie es ein bisschen verändert, dass man nicht mehr allzu lange in der Luft, also nicht mehr allzu lange im Wasser kann. Finde ich auch nicht so schlecht, ganz ehrlich gesagt. So, ich mache hier schön abbauen. Schön. Was baust du denn ab? Stein, ganz viel Stein für meinen Stone Furnace. Für Ach meinen so. Steinofen. Und natürlich hier noch so ein bisschen so drumrum, noch ein bisschen. So, dann hole ich mir mal den Hunting-Bau. Typische Erde, aber ich möchte eh noch nicht raus hier. Sondern erst, wenn da draußen hier wieder alles ruhig ist und da unten schwimmt irgendwas auch rum. Macht dir das Angst? Ja, so ein kleiner Fisch mit Auge, der mir echt Angst macht. So, je kleiner sie sind, desto mehr Angst machen sie irgendwie. Ich brauche noch mehr Wooden Planks. Ich pflanze mal neben dem Crafting Table eine Kiste hin. Sonst frisst sie mir zu viel Platz im Inventar. Okay. So, dann machen wir hier ein paar Torches. Craft. R-Taste. Am besten fand ich ja, ich mag ja die Musik, die das Spiel einfach hat. Mhm. So, ist jetzt gerade. Es ist immer noch. So, noch ein bisschen Kohle. Das habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Da unten ist auch noch ein bisschen Kohle. Die können wir auch noch holen. Ja, die Hauptquest, die muss ich dann selbst abschließen, weil dafür brauche ich Copperohr und sonstiges. Mhm. Geht aber schon schneller zum Abbauen, ne? Mit dem. Ja, das Gott sei Dank. Das war ja früher ein Graus, da hast du immer ewig gebraucht. Junge, wird's jetzt immer mehr hier da oben? Es wird Nacht gerade. Aber dass sie dann so ein Starfall haben. Ich würde jetzt gern eigentlich wieder rausgehen und ja. Inventory. Kann ich mein violettes Schwert, das ich hier habe? Ah, doch, Kannst geht's schon noch. Ich wollte es gerade auf die linke Maustaste hier legen. Ach so.
Ja, genau, viel besser. So. Und mein Huntingbogen, der aktuell auf der 3 ist, lege ich dann auf die rechte Taste. Ja, was macht er jetzt? Scheiße, jetzt habe ich irgendwas gemacht und ich weiß nicht was. Das ist immer Es gut. ist vorbei. Ich kann endlich wieder aus der Höhle raus. Jetzt kommen wieder die ganzen komischen Viecher. Aber ich kann hier gleich wieder unseren. Dann bastel ich jetzt unseren Ofen. Bin ein bisschen weiter als du weg, ne? Ich habe kein Nicht Problem damit. oh, eine Kiste. Wo ist mein Stone Furnace? Cobblestone. Ach, hier. Cobblestone, ich brauche noch ein extra Campfire. Hatten wir nicht Ja. E2? Doch, wir hatten zwei. Dann bin Du ich so. möchtest das zweite haben eigentlich. Ja, genau. Nee, dann baue ich das hier einfach ab. So, eins reicht ja. Und bastel jetzt hier drüben einen Stone Furnace. Mission completed. So, Kupfer in Kupferbarren wandeln. Das heißt, ich muss Kupfer finden. Ja. Den Stone Furnace. Wo haben wir ihn? Ach, da auf der 2. Oh, Angriff! Aber es kommt gar nicht mehr so diese Angriffsmusik wie früher. Ah, nicht mehr ganz. Früher war ja wirklich in jeder Sekunde, wo irgendwie was war, kam sofort. Kampfmusik kommt nur noch, wenn wirklich schlimme Gegner kommen. Das haben sie auch geändert. Weil so kleine Viecher, eher weniger, wenn Menschen oder solche Viecher kommen, dann ist es schlimmer. Okay, ich muss Kupfer finden. Ja, Und ich ich sag wollte den nicht. Einwohnern hier auch gleich mal schön Hallo. Hallo, Servus. Wir Den sind die neuen Einwohnern. Nachbarn. Eher so kleine Viecher hier, die mich die ganze Zeit angreifen wollen. So. Die erstmal hier die Hände. Na! Jetzt rennt der über mich rüber. Oh Gott, ein Hier, Krähentempel. Chipmunk. Haben Krähentempel. Oh, Scheiße, ist das einer von den Krähen hier, der Planet? Ja, sieht so aus. Okay, ich schaue mir mal hier diese Höhle an. Mein Schwert war auch schon mal besser, aber jetzt aktualisiert hier auch gerade nicht mehr die Pixel. Du lebst gerade reichlich. Ja, ich höre es auch gerade eben. So, müsste eigentlich gleich wieder gehen. Ich hoffe, dass es gleich wieder geht. Is no longer valid. Und wir sind weg. Ja, perfektes Ende für diese erste Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und morgen geht's weiter mit einer neuen Folge. Bis dann, ciao, ciao.